Moinsen, Kinders. Herzlich willkommen. Jetzt sind wir in meiner Werkstatt angekommen. Diese Woche bin ich alleine und ich will mal versuchen, euch heute mal über meinen Freitag mitzunehmen, was so passiert in unserem kreuzlangweiligen Mother-Dasein. Ja, ich bin jetzt in der Werkstatt. Wahrscheinlich war das Bild eben gerade von meinem Arbeitsweg von zu Hause zur Werkstatt ein bisschen unscharf, aber das liegt halt am mangelnden Licht. Ja, heute steht an, ein bisschen Glasgewebe zu tapezieren. Dann habe ich einen Termin in La Boe, Nachbarort. Je nachdem, wie lange der dauert, werde ich noch ein bisschen weiter tapezieren. Und heute ist Freitag, ist ein kurzer Tag. Der wird wahrscheinlich dann so gegen 13 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr, mache ich den Feierabend. Wie gesagt, ich bin allein diese Woche. Kann mich mal ein bisschen zum Obst machen heute. Wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme euch jetzt mit. Da läuft gerade die Frises auf NDR 2. Ja, moin Leute! Ja, ich hänge euch jetzt mal wieder in die Halterung und wir machen eine kleine Zeitrafferfahrt Richtung Schönberger Strand. Ja, ich hoffe, ihr hört mich gut. Jetzt kommen wir in eine Zone 30. Da sagt Sarah immer zu mir, es ist 30, Thomas. Weil, mein Gott, ich bin hier aufgewachsen in diesem Ort. Hier waren wir 50. Nun stehen hier zwei Kindergärten, Schulbereich, Sportstätten. Ja, ich muss mich immer selbst zusammenreißen, dass ich hier auch meine Geschwindigkeit einhalte. Also, ich habe jetzt 25 auf dem Tacho. Da steht Müllmann mitten auf der Straße. Quatsch, Holzlieferant. Langsam vorbeifahren. Ja, da lassen wir mal die Kollegen von Elektrosteffen mal vor. Einer vorn. Ja. Es schwärmen alle aus jetzt, die ganzen Handwerker. Es ist 20 nach 7. Es geht für jeden jetzt auf die Baustelle. Ja, die 30er-Zone habe ich gleich hinter mich gebracht. Daher geht es jetzt im Schnelldurchgang weiter. Jetzt gerade am Schönberger Strand ein. Ich nehme euch jetzt aber mit einem kleinen Schlenzer mit über unsere Strandpromenade bzw. über die Straße hinterm Deich, die heißt hier Promenade. Man kann jetzt nicht sagen, dass es im herkömmlichen Sinn eine Promenade ist, wie ihr euch die vielleicht von Timmendorf oder von Travemünde vorstellt. Nein, hier ist eigentlich eine schmale Straße. Da sind natürlich auch Geschäfte, aber überwiegend sind hier Ferien. Apartments, Ferienhäuser, die dann belegt werden. Die eine oder andere Gastronomie befindet sich dort auch. Und Fischerhütten und Fischläden. Ja. Wir schauen mal. Ich mache jetzt mal die Musik wieder ein bisschen lauter. Nicht leiser, lauter. Hier heißt es Starkendorfer Strand, aber das geht quasi ineinander über Schönberger Strand und Starkendorfer Strand. Ja, da vorne dieses kleine Lichtlein, was ihr da vermutet, das sind die Fischerhütten. Da sind drei verschiedene Fischanbieter drin. Hier hinter kann man parken. Fischer Kruse hat auch schon wieder Licht an und ist da.
So, und jetzt kommen wir in die Promenade. Man sieht es hier, ist auch wieder mal ein bisschen Licht. Aufgereiht wie eine Perlenkette oben am Deich. Ja, interessant, so im Dunkeln zu sehen, wie das am Deich aussieht. Naja, aber es wird ja auch noch hell und dann gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr zu sehen. Da hinten, wo es verschwindet gerade wieder. Jetzt sieht man es wieder, das ist unsere Seebrücke, die ist auch beleuchtet. Das sieht man so als wie so eine Perlenkette, die so in der Mitte des Bildschirms läuft, von der Mitte bis zum rechten Rand. Ja, es ist halt noch stockfinster, Sonne geht erst in der Stunde auf, bummelig. Ja. Das war unser kleiner Schlenzer über die Promenade. Jetzt fahren wir zur Baustelle. Ich gehe jetzt wieder in den Schnellmodus. Ja, da sind wir jetzt angekommen. Dann wollen wir mal in die Baustelle gehen. Ich muss euch den mal wieder raushängen hier aus der Halterung. Auch wieder keiner weiter gemacht. Naja. Hier machen wir Licht machen. So. Ja. Ja, hier in dieser Wohnung war ein Wasserschaden, den wir jetzt beheben. Ich werde jetzt ein bisschen Glasgewebe tapezieren. Die Wände wurden alle gespachtelt. Es wurden die Wasserflecken, also das alte Glasgewebe wurde vorher weggenommen. Die Wände wurden dann gespachtelt, die Wasserflecken abgesperrt. Ja, und jetzt wird das Glasgewebe neu aufgebaut, gestrichen. Und dann wollen wir hoffen, nee, wir wollen nicht hoffen, wir müssen bis zu Weihnachten fertig sein, da dieses Apartment belegt wird. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Nächste Woche ist Sarah auch wieder da, hoffe ich. Ja, und dann schauen wir mal. Also, ich werde das anfangen zu tapezieren und nehme euch mit. Und dann machen wir mal ein bisschen Zeitraffer. Also. Ja, ist alles ein bisschen eng hier. Ich versuche euch jetzt mal auf die Merka zu stellen. Vielleicht könnt ihr dann das Video besser verfolgen. Ja, nun wollte ich gerade loslegen und habe natürlich vergessen, das Glasgewebe mit aus dem Auto zu nehmen. Ja, das werde ich jetzt nochmal holen und dann geht es aber los. Ja, mein erstes Unboxing-Video gestern war ich ja völlig motiviert und wollte hier schon eine Wand tapezieren. Hatte ich nicht das falsche Gewebe. Das hier ist nämlich vorgrundiert. Das gibt es auch ungrundiert sozusagen. Da muss man bestimmt zweimal, also mindestens zweimal streichen. Dieses muss man in der Regel nur einmal streichen. Ja, was blieb mir anders übrig, als nach Kiel zu fahren, zu meinem Händler, zu Brillux und das die richtige Rolle zu holen. Ja, kleine Probleme des Alltags. Aber viel heller wird es heute, denke ich mal, nicht werden.
Oh, es ist halt Dezember. Übrigens, Nikolaus, einen schönen Nikolaus für euch. Die Wand habe ich jetzt mittlerweile fertig geklebt. Da neben dem Schrank, da fehlt noch ein kleiner Streifen. Um den kümmere ich mich jetzt. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist. Ich denke mal, dann gehe ich ins Wohnzimmer und werde die Wände noch schleifen und da weiter anfangen zu tapezieren, weil mein Termin im Labö ist erst um 10. Wie bereits schon in unserem Video Glasgewebe-Tapezieren-Tutorial besprochen, haben wir hier jetzt eine Naht zu schneiden. Ein Doppelschnitt sozusagen. Ja, das wollte ich euch einmal zeigen, weil ich weiß nicht, wie das die anderen machen. Ich mache das natürlich jetzt wieder einhändig. Ich setze ihn hier oben an, das Messer, und schneide wellenförmig. Das Gelege ab. Klappt die eine Seite hoch, nimm den anderen Schnitt raus und setzt es dann wieder zusammen. Ein bisschen andrücken. Na. Ja, und das sollte nachher zum Schluss nach dem Streichen auch nicht mehr zu sehen sein. Dann will ich jetzt die ganzen Schichten nochmal wegräumen. Ja, dann schmeiße ich die Mehrkammer an und schleife mal die anderen Wände durch. Hätte ich übrigens gleich darauf geachtet, was für ein Gewebe ich mitnehme am Montag oder Dienstag, wo ich das bei Brillux geholt habe. Ich musste mich echt anstrengen, mal ein bisschen langsamer zu sprechen, wenn man solche Blogs macht oder Vlogs. Nochmal, hätte ich gleich darauf geachtet, was für ein Glasgewebe ich mitnehme, also das vorgrundierte und nicht das ungrundierte, dann hätte ich heute die Wand schon streichen können. Na gut, ist doof gelaufen, geht dann halt nächste Woche los. So, shit happens. Ich habe da nochmal ein bisschen Licht gemacht jetzt, damit wir ein bisschen besser sehen, oder ich ein bisschen besser sehen kann, wo ich schleifen muss. Es geht jetzt mit Mirka los. Ja, bevor jetzt wieder irgendwelche Kommentare kommen von Kollegen, gerade auf Facebook, irgendwelche Hate Speech oder Schwachsinnskommentare. Ja, natürlich könnte ich die Schleifgiraffe nehmen. Natürlich haben wir eine Schleifgiraffe, aber ich habe einfach in dieser Enge der Hütte keinen Bock mit der Schleifgiraffe und dem großen Geschläuch, was da hinten dran hängt und dem langen Gerät zu schleifen. Ich mache es mit der Mirka. Es sind keine Riesenflächen. Das geht auch recht fix. Außerdem muss ich mich ja auch gar nicht rechtfertigen. So, geht jetzt los. Wird laut. Viel Spaß beim Zugucken. Wo geht er an? Da geht er an. Und da. Fertig und hat gar nicht lange gedauert. Mit dem Schleifen bin ich jetzt soweit durch. Habe natürlich nicht alles aufgenommen, weil irgendwann wird es ja auch langweilig, das Rumgerubbel mit der Mirka auf der Wand. Ja, ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Es ist 9.17 Uhr. Ja, ich könnte mich jetzt langsam auf den Weg machen Richtung Labö. Ich werde die Gelegenheit nutzen, da wir noch ein bisschen Zeit haben, nochmal an der Promenade mit euch längs zu fahren, jetzt bei Tageslicht. Vielleicht sieht man ja auch ein bisschen was von der Ostsee. Schauen wir mal. Und dann fahren wir gemütlich nach Labö. Das werde ich wieder im Zeitraffermodus machen. Da werden wir auch mal an der Promenade, die doch um einiges anders aussieht als bei uns am Schönberger Strand, auch mal längs fahren. Ja, warum soll ich nicht ein bisschen Werbung für unsere Region machen? Nur hätte ich Wurstsemmel fast vergessen, mein Klebergeschirr zu sichern. Nicht, dass es nachher eingetrocknet ist. Obwohl, so schnell geht es eigentlich nicht. Aber nun ist es
sicher verpackt, dass ich nachher weiterarbeiten kann. Ja, mittlerweile ist schon 9:30. Nun muss ich mich mal tummeln. Also viel Spaß bei der Fahrt. Wir fahren jetzt genau entgegengesetzt der Tour von heute Morgen, was euch wahrscheinlich ziemlich am Arsch vorbeigehen wird, da ihr ja heute Morgen so gut wie nichts gesehen habt. Hier vorne seht ihr unseren Museumsbahnhof. Da fährt eine kleine alte Dampflok oder eine Diesellok. Im Sommer immer schön vom Schönberg zum Schönberger Strand. Wenn größere Touren oder wenn größere Festivitäten in Kiel sind, fährt die auch durch bis nach Kiel. Ja. So, jetzt fahren wir wieder genau auf den Schönberger Strand zu, auf den Deich zu. Die Urlauber laufen hier auch im Winter rum, wo das hier im Winter eigentlich sehr, sehr schön ist, weil im Sommer Urlaub machen kann jeder. Ja, hier ist der Grünstreifen des Deiches. Da waren die Schergen. Da fällt mir gerade ein, da haben mich doch mal eine Zivilstreife auf der Strecke von Kiel nach Schönberg angehalten. Und ich guckte einfach so vom Bus oben runter auf die und habe mich so ein bisschen erschrocken, weil die eine sah so ein bisschen entfernt aus wie meine Ex-Frau. Also nichts teilte gegen dich. aber ich hatte mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Was passierte? Kelle raus, ran. Ja. Denn wurde ich gefragt, ob ich Alkohol getrunken hätte. Ich sagte nein. Es war also auch Winter. Das müsste jetzt genau 7 Jahre her sein, schätze ich. Ob ich Alkohol getrunken hätte, ich sage nein, habe ich nicht. Weil ich das letzte Mal Alkohol getrunken hätte, ich sage, ich weiß nicht, vielleicht einen Abend zuvor oder noch einen Abend zuvor, ein Bier oder so. Ja, ob ich Drogen genommen hätte, ich sage, natürlich hätte ich Drogen genommen, das letzte Mal aber schon im letzten Jahrtausend. Das waren aber auch keine Drogen. Das ist das, was wir alle mal gemacht haben, mal ein Durchziehen oder sowas, oder was viele gemacht haben. Was heutzutage ja schon fast, wie soll ich sagen, legal ist. Es schimpfen wieder viele, oh, kannst du nicht sagen, du warst doch, habe ich gesagt. Aber wie gesagt, es war im letzten Jahrtausend. Das war natürlich ein ganz blöder Spruch, den die Frau nicht hören wollte. Ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere, dann halte meinen alten Lappen, mein Kram. Da bin ich drauf mit 16 Jahren. Fand sie auch nicht so witzig, aber egal, das Ding ist ja gültig. Ja, und ich hätte solche roten Augen. Ich sag ja, eine gute Frau. Was dann in meinem Kopf stattfand, wollte ich Ihnen lieber nicht sagen. Nach dem Motto, ja, ich muss halt meine Baustellen befahren. Damals hatten wir auch noch 4 Gesellen oder 3 Gesellen. War keine leichte Zeit in dieser Zeit. Und ich war ziemlich gestresst und ja, war einfach fertig. Aber dann kann ich ja vorher nicht sagen, ja, ich muss hier halt einen Laden am Laufen halten und werde nicht von Steuergeldern bezahlt. Und ich kann schön in meiner warmen Bullenschaukel, in meiner Zivilschaukel arme Handwerksleute anhalten. Ja, darf man nicht sagen. Ganz böse Sache. Ja, naja, jedenfalls haben sie mir da wohl geglaubt. Sie wollten mich dann nicht mit zum Drogentest nehmen. Wäre auch doof gelaufen für die. Vielleicht hätte ich ja sogar noch Verdienstausfall Geld machen können. Vielleicht weiß es jemand von euch. Naja, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine peinliche Situation, obwohl ich nichts gemacht hatte, außer meine Arbeit, außer Baustellen zu bestücken, außer diese ständige Sorge zu haben, das Finanzamt nicht bestücken zu können oder. Es gibt da genug, wo viele von meinen Handwerkskollegenmeister sicherlich konform gehen, dass das nicht immer alles einfach ist. Man hat gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten. Damals war es eine schlechte Zeit. Im Moment ist es eine bessere Zeit. Ja. So viel mal zu meinem kleinen Exkurs. Die Putzen halten mich an. Damenputzen. Heißen die Putzinnen? Nein, ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt hier den Grosshagener Retter, so heißt diese Straße, Verbindungsstraße zwischen
dem Schönberger Strand. Hier in der Mitte liegt dann der Strand Brasilien, der heißt tatsächlich so. Und dann kommt der Strand Kalifornien. Ja, wir brauchen gar nicht so weit fahren. Wir haben Brasilien und Kalifornien genau vor der Tür. Kalifornien heißt der Strand, weil da mal irgendwann, ich glaube in 1800, schlag mich tot, eine Schiffsplanke gefunden wurde, die existiert glaube ich sogar noch, die von einem Schiff kam, das hieß California. Deswegen heißt dieser Ortsteil von Schönberg Kalifornien. Ja, aber jetzt höre ich auf zu seiern und nehme euch wieder mit in den Zeitraffer. Lieber Ernst, wenn du das Video mal sehen solltest, du fährst vor mir. Ich grüße dich. Ernst scheint den gleichen Weg wie ich zu haben. Der Ort, durch den wir gerade eben gefahren sind, das war Stein, also wie der Stein, den man auch werfen kann. Auch ein hübscher Ort mit einem hübschen Strändchen, einer kleinen Seebrücke, will ich das nicht bezeichnen, als Seebrücke will ich das nicht bezeichnen, aber so einen kleinen Steg, der auch immer wieder im Winter bei Hochwasser unter Wasser steht, aber ganz hübsch. Und auch eine schöne Steilküste ist in diesem Ort, an diesem Ort. Sozusagen rechts neben mir, wenn ihr da hinschauen könntet, würdet ihr jetzt schon die Ostsee sehen. Bei dem Wetter ist es nicht so pralle. Aber wir fahren jetzt gleich auch direkt auf die Ostsee zu. Oh, da kann man sogar, vielleicht könnt ihr sie gleich erkennen. Die große Fähre aus Norwegen kommt gerade, die täglich von Kiel nach Oslo fährt. Kommt gerade reingefahren in die Kieler Förde. Ein bisschen langsamer, hier ist E30. Sarah, hier ist 30. Ja, habt ihr noch so ein bisschen am rechten Rand vielleicht sehen können, das Riesending. Mit der bin ich auch schon dreimal gefahren, ganz tolle Fahrt. Kann ich nur empfehlen, ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich, es ist wirklich schön. Und man tut das für seinen CO2-Fußabdruck. Da vorne, ziemlich rechte Mitte des Bildes könnt ihr schon das Labeur Ehrenmal erkennen. Viele Schulklassen oder viele, die Schulfahrten nach Schleswig-Holstein gemacht haben, werden bestimmt auch dieses Labeur Ehrenmal besucht haben. Und das U-Boot, was direkt davor gelagert ist. Das Ehrenmal ist den Verbliebenen auf See gewidmet, im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Es wurde schon vor dem Zweiten Weltkrieg eingeweiht von diesem kleinen Nazischwein, Entschuldigung. Und da wird natürlich auch jetzt mittlerweile der Verstorbenen, Gefallenen, die auf See geblieben sind, im Zweiten Weltkrieg gedacht. Ja. Hier durch die kleine Schneise kann man es sehen. Jetzt fahren wir gerade Richtung Promenade Labö runter. Jetzt links neben uns ist das ganze Gelände vom Laböer Ehrenmal. Da vorne kann man wieder auf die Kieler Förde gucken. Und gleich könnt ihr die Könnerlein wieder sehen. Und dunst so ein bisschen. An der rechten Seite des Bildes könnt ihr vielleicht das U-Boot erkennen. Ja, das sollte man erkennen können. Ja. Das ist, soweit ich weiß, in Norwegen versenkt worden, dann wurde es gehoben und irgendwann in den 70er Jahren wurde es hier am Strand von Labö ausgestellt. Das kann man halt besichtigen. Da wurden auch Teile des Klassefilms Das Boot drin gedreht.
wie die La Böhe-Promenade. Das ist ein anderer Schnack als in Schönberg. Aber hier liegt natürlich auch der Ort La Böhe direkt am Wasser. Schönberg selbst hat ja nur den Strandteil Schönberger Strand, Brasilien, Kalifornien, direkt am Strand, die natürlich nicht so groß sind bevölkerungstechnisch wie der Ort La Böhe, der ja, Wohn- und Urlaubsort in einem ist. Gebaut wird hier auch in exponierter Lage. Strandimbiss. Hier zu linken ein bisschen zu erkennen, das ist die La Böhe Schwimmhalle, Meeresschwimmhalle, also Meerwasserschwimmhalle. Seit Jahren überlegt wird, ob die geschlossen werden soll, weil sich das alles nicht trägt. Ja. Hin und her. In dem Gebäude, was jetzt in der Mitte des Bildschirms auftaucht, da habe ich mal als Junggeselle, da war ich Junggeselle, genau, da haben wir mal die ganzen Fenster lackiert, so im Frühjahr, tolle Arbeit gewesen, so. Ging die Saison gerade los, war ordentlich was los hier am Strand, ja, guck mal, schön hier oben im dritten, vierten Stock stehen und die Fenster lackieren, klasse Sache. Vorne in der Bildmitte auftaucht, ist die Fischküche La Böhe. Da kriegt man ein super Fischbrötchen, ganz frisch, echt lecker. Und ein Lapskaus, was dann umhaut. Also das haut halt wirklich um. Bitte keine Vorsuppe essen, wenn ihr mal hier sein solltet oder ein Lapskaus bestellt. Bitte keine Vorsuppe, ist nicht gut, tut nur weh. So, das war jetzt der kleine Rundkurs La Böhe Promenade. Jetzt werde ich euch mal wieder in den Zeitraffer-Modus stellen, bis wir bei meinem Kunden sind. Jo, 10.02 Uhr, fast pünktlich. So, nun gehe ich erstmal zu Kunden. So, der Termin ist erledigt. Die Kunden möchten gerne, dass wir Küche mit Vinylboden machen. Muss ich erstmal rauszirkeln. Ja, mit Vinylboden machen, haben sich auch einen schönen Boden ausgesucht von Joka. Ja, nun muss ich noch einen Preis machen und dann werden wir schauen, ob sie denn immer noch von uns die Arbeit gemacht haben wollen. Aber ich denke schon, die haben schon eine ungefähre Preiseinschätzung von mir bekommen. Da waren die nicht abgeneigt. Ja, aber dann muss ich mich nochmal ins Büro setzen, Angebotchen schreiben und dann haben wir schon grob anvisiert den Februar als Ausführungszeitraum. So, und jetzt fahren wir wieder nach Hause, beziehungsweise zum Schönberger Strand. Da will ich noch ein bisschen tapezieren. Ja, und jetzt nehmen wir den gleichen Weg zurück, wieder am Hafen vorbei von La Böhe. Ich drehe euch jetzt mal um. Jetzt mal die Kamera so ein bisschen Richtung Wasser. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was von der Kielerförde von der Ostsee erkennen, wie wir diese Apartmenthäuser passiert haben. Den Apotheker. Nee, ich mache jetzt mal wieder die Werbung leise. Ich dachte, da ist jetzt ein bisschen Musik, aber wieder nicht.
Ja, der Böe liegt direkt am Eingang der Kieler Förde. Da, wo die Kieler Förde zu Ende ist, da liegt La Böe. Da macht die Küste einen Knick Richtung fast 90 Grad, sage ich mal ganz blöd. Und dann ist der Küstenverlauf, dass dann die Strände kommen von Stein, Wentorf, dann kommt schon Heidkarte, dann kommt Kalifornien, Brasilien, Schöneberger Strand, Starkendorfer Strand. Und dann geht es weiter Richtung Hohenfelde, Howacht und so weiter und so fort. Ja, es ist einfach nur schmuddelig heute. Ihr könnt wahrscheinlich nicht viel erkennen. Schade. Kommt einfach vorbei, dann seht ihr selbst. Ja. Aber das U-Boot könnt ihr wahrscheinlich gleich besser erkennen. Das Ehrenmal ist ja nun sehr exponiert, das ist, kann man ja nicht übersehen. Übrigens, wenn schönes Wetter ist, eine Bombenaussicht von da oben. Das Ding ist 75 Meter hoch. Da sind Käfige rumgebaut worden, weil das auch als Absprungturm genommen worden ist für lebensmüde, dass man da jetzt nicht mehr runterspringen kann. Eins, das U-Boot, hier. Ja, aber man kann trotzdem durch diese Gitter, die da oben aufgebaut worden sind, auf dem Ehrenmal gut fotografieren, gut durchsehen. Wie gesagt, tolle Sicht. Über die ganze Propstei. Die dänischen Inseln sind natürlich von da aus zu sehen bei gutem Wetter, weil die sind eigentlich gar nicht so weit von uns entfernt. Ich glaube, wenn man am Schönberger Strand steht, die nächste Insel, das ist Ärö und Langeland, die sind, glaube ich, Luftlinie 38 Kilometer von uns entfernt. Das ist echt nicht viel. La Böe wieder verlassen gleich La Böe und jetzt gehen wir wieder in den Ifa-Zurück-Modus. Das ist übrigens der erste Videoblog, den ich so auf diese Art und Weise mache. Der ist auch nicht geschnitten, also außer natürlich die Sequenzen, wo ich nicht aufnehme, aber ich habe jetzt nichts rausgeschnitten. Den ersten Vlog, den ich gemacht habe, Videoblog, das war einfach so ein Statement zum Abgasbetrug von VW. Das ist aber auch schon über 2,5 Jahre her. Das ist auch irgendwo in YouTube, auf YouTube bei mir auf dem Kanal zu sehen. Aber so in dieser Form, dass ich mal euch mitnehme, so einen Tag oder so einen halben Tag mitzuerleben oder mitzukommen, das habe ich noch nicht gemacht bisher. Ich glaube, wenn ich sowas nochmal mache, erstmal muss ich ja schauen, wie das überhaupt ankommt bei euch. Ob ich wieder zerrissen werde, ob meine Kinder mit mir schimpfen und sagen, du bist peinlich oder dass sie sich fremd schämen. Man weiß es nicht. Ja, und wenn er gut ankommt, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal probieren, bei schönem Wetter, also bei Sonnenschein hier zu fahren. Das ist natürlich wesentlich mehr zu sehen, gerade wenn wir hier an der Ostseeküste unterwegs sind. Der eine oder andere hat ja schon mal bei Facebook oder bei Instagram von uns Videos gesehen, wie schön wir hier wohnen, leben und arbeiten dürfen. Warum soll das nicht aber bei YouTube mal passieren? Ja, genug geschwafelt, Gas geben. Wieder. Ich hänge euch jetzt mal raus aus meiner Halterung. Ich muss jetzt noch mal schnell mir quasi innerhalb dieses Videos eine Videonotiz machen. Brille auf, sonst kann ich nichts erkennen. Ja, der Kunde hat sich diesen Bodenbelag ausgesucht. Finde ich, sieht sehr schön aus. Mit Akzentstreifen in Schwarz. Ja.
ist das auch erledigt. Den packe ich dir mal beiseite. Ja, und nun gehen wir da mal wieder rein, noch weiter tapezieren, weil der Tag ist dann auch bald vorbei. Ja, weiter geht's mit Tapezieren, ne? Dann habe ich für mich meinen Tagesplan heute erfüllt, den ich mir vorgenommen hatte. Ach ja, gestern war schon der Weihnachtsmann hier, oder Nikolaus, von der Firma Jordan. Habe ich eine Tasse bekommen und ein paar Schukis. Das waren natürlich nicht so wenige, die anderen habe ich schon verzählt. Genauso wie ich sie mag, Vollmilch, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Dankeschön. So, Kinders, das war's für heute. Die Wand ist fertig tapeziert. Es ist jetzt Viertel nach eins, also regulärer Feierabend. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, nehme euch noch kurz mit in Zeitraffer und dann war es das auch für das erste Mal. So ein Blog, mehr oder weniger live, ungeschnitten. Wenn ich mich mehr verhaspeln sollte, nehmt mir das nicht zu übel. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch einfach mal das Zeichen, was hier gleich erscheinen wird. Dann abonniert ihr mich bei YouTube. Jo, und dann sehen wir uns vielleicht bei Schönwetter mal wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Wünsche euch noch einen schönen Nikolaustag, auch im Namen von Anne, Sarah und Jan. Und eine schöne Vorweihnachtszeit, falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten, was ich aber nicht glaube. Also, tschüss.